Das Oder Kulturzentrum e.V. bietet zahlreiche Kursangebote wie Sprachkurse, Musikabende, Kinoabende und auch politische Veranstaltungen und Diskussionen finden hier zum Teil auch kostenlos statt. Jeder Interessent ist hier herzlich willkommen. Wir sind verschiedene Nationalitäten, Deutsche, Türke, Kurden, Araber und Franzosen, und wir freuen uns drauf, international zu sein. Wir haben gesehen, dass hier in Münster, auch in Deutschland, auch jeder Verein im eigenen nationalen Bereich irgendwie tätig ist. Wir haben gesehen, dass wir in dieser Gesellschaft wenig mit Deutschen und anderen Vereinen Berührungspunkte haben. Wo unsere Probleme eigentlich gleich sind, kommen wir sehr schwer zusammen. Und das war unsere Beweggründe. Zudem kann man im Saz-Unterricht das Spielen einer der beliebtesten Musikinstrumente der Türkei erlernen. Die Saz ist ein Zupfinstrument, welches vorrangig vom Balkan bis Afghanistan und ganz besonders in der Türkei sich seiner Beliebtheit erfreut. Der Mensch als soziales Wesen steht im Mittelpunkt der Philosophie des Kulturzentrums. Bildung und Solidarität sind zwei der wichtigsten Aspekte dieser sozialen Beziehungen, für die sie sich aktiv einsetzen. Gemeinsam tanzen, sich bewegen durch in eine Musik und dann zu fragen, woher kommt diese Musik, was ist das eigentlich, was erzählt diese Musik? Da reden wir einfach Deutsch und da kommunizieren wir dadurch entsteht eine Wechselwirkung. Und das ist eine Bildung, eine gute Bildung. Und das ist unser eigentlicher Kernpunkt, das voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu bilden. Im neuen Programm Ende 2017-2018 plant das Kulturzentrum, sich mit der Wohnsituation in Münster auseinanderzusetzen. In Themenabenden wird über sozialen Wohnungsbau heute, Mietverdrängung, die Geschichte der Hausbesetzung und Wohnprojekte in Münster diskutiert. Kulturen miteinander verschmelzen, das ist die Devise vom Oder-Kulturzentrum. Sei es im gemeinsamen Dialog, in Rechts- oder Studienberatungen, Tanzabenden oder Theaterstücken.